Ja, heute mal ohne Musik. Ach ja. Das neue Jahr fängt gleich mal richtig gut an. Ach, ja. Nein. Oder auch nicht. Wie auch immer. Gut. Gleich sind wir los und gleich sind wir da und gleich machen wir an. Jawohl. Ja, und da ist auch unsere Katze. So ein. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Das neue Jahr hat angefangen und ich bin auch wieder da. Ja, ich hatte mir jetzt mal seit Weihnachten oder kurz vor Weihnachten hatte ich mir eine Auszeit genommen. Hab gesagt, ich schau mal, ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen überlegen, wie mache ich weiter, weil dieses Jahr ändert sich ja so ein bisschen was auch bei mir, real, persönlich, und ich war nicht ganz sicher, mache ich es weiter, höre ich auf oder wie auch immer, und ich habe aber entschieden, nein, ich mache weiter, ich werde so ein bisschen Content zumindest auf jeden Fall dieses Jahr bringen. Und werde zwar nicht ganz so exzessiv sein, wie das über die Weihnachtstage auf YouTube war, da wird es aber trotzdem auch weiterhin natürlich wieder viel, viel Content geben. Gerade den ihr hier seht, der wird dann dort auch wieder zu sehen sein. Und ich kann euch sagen, also über die Weihnachtstage hat sich da ein bisschen was getan, so was ich gesehen habe auf dem YouTube-Kanal. Da gab es zumindest einen, der sehr, sehr viel geschrieben hat und sehr, sehr viel kommentiert hat, auf den ich auch eingegangen bin, und ich kann sagen, die Sachen, die er mir vorgeschlagen hat, die werde ich demnächst auch machen. Die werden vielleicht sogar schon am Sonntag teilweise kommen. Das weiß ich aber noch nicht. Also ich habe eine ganze Menge in meiner Liste, was die Reactions angeht. Da könnt ihr euch also schon drauf freuen. Heute ist aber natürlich nicht Reaction-Zeit. Heute ist Gaming-Time. Und ja, was sich verändert hat, leider nicht der Optik meines Kanals. Das hatte ich zwar angekündigt, das hat aber nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Feiertage waren dann doch ein bisschen stressiger und das als gedacht. Und ja, dadurch, da will ich dann morgen noch ein bisschen was dazu erzählen, in meiner Frühsendung. Und dadurch hat sich da hier nicht so viel getan, was das Aussehen angeht. Das wird aber dieses Jahr auf jeden Fall kommen. Da gibt es einen Umbruch. Was sich verändert hat, ist bei mir, ich habe eine neue Frisur. Ich war gestern beim Friseur. Ich sage euch, ich habe 4,5, nein, doch 4,5 Stunden beim Friseur verbracht. So lange habe ich in meinem ganzen Leben noch nie bei einem Friseur gesessen. Also es war richtig viel los. Gut, aber nichtsdestotrotz, heute habe ich natürlich ein Thema. Und das Thema ist natürlich, wie immer, Waterdeep. Wir wollen weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und ich habe gesehen, euch macht das richtig gehen Spaß, was man da so alles in den alten Dungeon & Dragons macht. Also ich muss sagen, ich war überrascht zu sehen, dass auf YouTube die Videos, die ersten beiden von den ersten beiden Sessions, doch mit zu den klickreichsten gehörten, die ich hatte, noch im Ende des letzten Jahres, auf die Zeit gesehen, in der sie online waren. Und das ist natürlich schon schön zu sehen. Ja, und ein Hallo geht an den Mobot. Ja, schön, dass du da bist. Und ja, wie gesagt, also es ist war für mich überraschend, dass da so viele Leute sich diese Videos angeguckt haben, und das hat mich bestärkt zu sagen, okay, wir machen da weiter, und das habe ich heute auch vor. Deswegen schalten wir jetzt mal in die Live-Szene, weil ich habe es im Vorfeld getestet. Wenn ich jetzt aus der erst das Spiel starte und gehe dann in die Live-Szene, dann gibt es wieder einen Absturz, dann müssen wir wieder hin und her handeln. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, und deswegen gehe ich jetzt als erstes mal hin. Ihr seht dann also mal momentan von mir nichts. Einen kleinen Moment, ich muss hier nochmal schnell die Dings anmachen, die Tone, damit natürlich doch alles übertragen wird. Ich habe mich gemerkt, ich habe letzten Video aufgenommen und es war kein Ton da. Warum? Weil ich alle Töne ausgeschaltet hatte. Gut, also ich schalte die Live-Szene und dann gehen wir gleich im Spiel drinne, und dauert einen kleinen Moment, also nicht wegrennen. So.
Ja, da ist die DOS-Box, wie immer. Jetzt dauert es einen kleinen Moment. Da ist sie. NEK. Dann machen wir wieder die 4 und wir machen die 1 und wir machen das Yes. Und dann geht's los. Dann machen wir das hier raus. Zack, wir wollen ein altes Spiel laden. Na komm, lade. So. Ah, da haben wir es. So. Wir haben ja in der letzten Season, als wir unterwegs waren, den Zwergen hier oben neu in unsere Gruppe, den Kagor. Der anderen 4 hatten wir ja selbst am Anfang erstellt. Wir sind jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, auf Ebene 5, 4 oder 5. Und ich habe festgestellt, wir hatten ja das letzte Mal dieses Problem mit dem, mit dieser, nee, da war es nicht. Zack, ja, das war doch eins zu weit. So, das Problem, nee, hier ist so, wo ist denn jetzt der Durchgang? Hä? Also da ist er nicht. Gut, dann ist er doch hier. Gut, so, wir hatten das letzte Mal das Problem ja, dass wir, oh, das sind Zwerge. Okay, gut. Also die Zwerge sind, aber das weiß ich, die sind freundlich gesonnen. Die machen uns nichts, solange wir eine Sache nicht machen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, welche Sache war das? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber wir hatten das letzte Mal ja das Problem, dass wir diesen Gang hatten mit diesen Löchern, wo man nach unten gefallen ist. Und ich das dann gemacht habe und dann bin ich hier unten gelandet und dann haben wir aufgehört. So, jetzt müssen wir halt natürlich gucken. Hochkommen werden wir nicht mehr. Das heißt, wir haben eine ganze Ebene, die wir nicht haben. Die wir auch nicht mehr im Nachhinein jetzt, glaube ich, machen können. Aber wir gucken einfach mal. So, würde sagen, wir gehen in Uhrzeigersinn einfach mal hier durch. Ja. Ah, manchmal sieht man so, obwohl das ist überall so. Manchmal hat man doch das Problem, dass hier so ein paar Sachen sind, die sind andersfarbig und die sind dann dafür gedacht, dass man da durchgehen kann. Und ja, deswegen habe ich das jetzt gerade mal ausprobiert. So. Hier ist aber nichts. Gut, das ist. Ich habe im Übrigen auch aufgegeben, eine Karte mitzuzeichnen, weil das bringt gar nichts. Man kommt nirgendwo hin. Ah, das ist interessant. Auf der anderen Seite ist da das Gegenstück. Gut. Man hat das Problem, man kommt sehr leicht aus dem Problem. Und man bräuchte eigentlich ein unendliches Karo-Papier, um da wirklich diese Ebenen aufzuzeichnen, weil wenn man das versucht aufzuzeichnen, man weiß ja nicht, wo man anfängt, man weiß ja nicht, wo ist der Eingang, ist der jetzt genau in der Mitte von dem Blatt oder ist er mehr rechts oder mehr links oder mehr oben oder mehr unten und das ist dann halt so das Problem, wo man dann sagt, nee, ja, wo ich gesagt habe, nee, das bringt nichts, ich versuche da jetzt gar nicht erst zu gucken, da ja, mitzuzeichnen. So, diese Tür kriegen wir von der Seite nicht auf. Das heißt, wir müssen da ist auf der anderen Seite irgendwo dann der Durchgang. Okay, gut, das passiert. So, aber wir haben hier einen Gang. Gucken wir mal. Da ist auch wieder eine Tür. Da haben wir aber hier keinen Öffner, da keinen Öffner. Das heißt, die kriegen wir auch nicht auf. Also in die Richtung ist es uns wohl verwehrt, erstmal da durchzukommen. Da hört man im Hintergrund schon wieder. Ja, im Hintergrund hört man da schon wieder sehr deutlich den Ton von der von den. Das sind irgendwo Spinnen. Das sind Spinnen. So hören sich Spinnen an. Und das gefällt mir gar nicht. Ja, ich habe keine Angst vor Spinnen. Ich habe also keine Arachnophobie. Aber Spinnen sind irgendwie, die haben auch immer dann das Problem, dass sie Gift haben. Und das ist dann was nicht ganz so toll ist. Ah, aber ich sehe gerade, sollten mal hier, jetzt gehen wir mal gerade durch. So, ah, wir haben alle sonst noch gut. Okay. Ich gehe mal in die Spieloptionen. Nein, das Spiel laden wollen wir nicht. Ende. Einstellungen, Musik. Ah, den Ton kann ich jetzt nicht lauter machen. Okay, gut, ihr müsst mit der Lautstärke, die ich jetzt eingestellt habe, leben. Leider. Ihr könnt da nicht viel verändern. Ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Das hätte ich vielleicht vorher noch testen sollen. Seht ihr, man kann nicht mehr alles denken. Es ist so dieses, ja,
Habe ich an alles gedacht? Nein, habe ich nicht. Und deswegen habe ich jetzt was vergessen. So, wir sind jetzt, glaube ich... Ah, da ist natürlich... Die kriegen wir auf. Das ist doch mal schon mal nicht schlecht. So, dann gehen wir hier rein. Und da habe ich schon was gesehen. Das zeige ich euch jetzt gleich. So, hier haben wir jetzt nichts. Da ist wieder nur eine kleine Nische. Aber wir haben hier eine Tür. Aber diese Tür kriegen wir diesmal definitiv, glaube ich, auf. Weil ich habe nämlich das hier gesehen. Wenn wir da gucken, hier haben wir diesen großen Stein, da ist hier oben so eine kleine Einkerbung. Wenn ich jetzt hier gucke, hier ist diese, der gleiche, das ist die gleiche, im Endeffekt die gleiche Wand. Und da ist hier diese Einkerbung nicht. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, geht die Tür auf. Ha, und schon haben wir da eine Tür. So, da haben wir wieder eine Rune. Das ist eine Rune, die durchgeht und da ist, ja, da ist eine Spinne. Okay, da haben wir sie doch. Zack, und schon war die Spinne weg. So einfach geht das. Jetzt ist die, ja, da kommen wir durch, das ist praktisch. Ah, da ist auch eine Tür, dann gehen wir mal hier, machen wir die Tür erstmal auf, bevor wir durch diese Geheimtür gehen und gucken, was da ist. Da hier ist aber jetzt nichts. Das heißt, dieser Gang, wer hätten wir uns eigentlich auch sparen können? Ja, okay. Ah, wir hören schon wieder im Hintergrund, also ich zumindest höre es, da ist schon wieder irgendwo was, was durch die Gegend läuft. So, gut, wir gehen jetzt aber jetzt hier mal hier durch. So. Wir haben, ah, da ist eine Treppe, die führt nach oben, da können wir gleich mal, dann können wir dann mal hochgehen. So, hier nehmen wir die Tür auf. Das ist, da haben wir noch eine Spinne. Oh, die kommt, ja, sie kommt. Und jetzt, zack, 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 zack. Okay, das war jetzt einmal zu schnell. So machen wir das natürlich nicht. So, den Pfeil haben wir gleich wieder aufgeholt. Hip. So, und jetzt geht's weiter, zack. Da ist nichts. Hm? Ah, aber da habe ich gerade wieder was gesehen. So. Hm? Ah! Okay. Hier gibt es sehr, sehr viele Geheimgänge, wie es mir scheint. Das ist was typisch Zwergisches. Zwerge haben immer ganz viele Geheimgänge und dann ist man, kommt man überall hin, aber man verläuft sich trotzdem, weil man nicht weiß, wo man ist. So. Und ja, also da ist auch wieder ein Durchgang. Also. Das ist richtig, ja. Genau. Ah, da ist ein Schloss. Mal gucken. Ich glaube, wir haben noch ein paar Schlüssel dabei, aber die passen wahrscheinlich wieder alle nicht. Oh doch, der passt. Gut. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Es war jetzt natürlich die Frage, war das jetzt eine gute Idee, da durchzugehen? Da ist kein Durchgang. Da geht es. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist der Gang, durch den wir gerade eben schon mal gegangen sind. Und ja, ja, das ist der. Hier waren wir gerade eben schon. Wir sind also einmal im Kreis gelaufen. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so lustig. Aber gut, da ist, das ist nur ein Wasserläufer. Aber da ist wieder ein Fresspaket. Das nehmen wir mit. Fresspakete sind immer wichtig. Solange man zumindest Platz dafür hat. Hm, Moment, da war doch. Nee, doch nicht. Habe ich mich nur verguckt. Aber ich hatte bei dem anderen Gang. Jetzt ist natürlich, jetzt habe ich mich. Jetzt bin ich so durch die Gegend gelaufen, dass ich nicht mal mehr weiß, wo ist. Ah, Moment. Der Sprecher des Clans. Ah, ich bin Armun. Sprecher des Clans. Natürlich wissen wir über die Ausgänge dieser Hallen. Jedoch habe ich in diesen unseren Stunden der Not keine Zeit, euch zu helfen. Solltet ihr jedoch willens sein, zu helfen, hören wir uns das Angebot an. Armun beginnt. Unser Clan stammt ab von den Zwergen, die diesen großen Hallen erbauten. Hier lebten unsere Vorfahren im Frieden, bis diese Horden böser Kreaturen sie von hier vertrieben. In diese, das Reich der Menschen und Elfen. Dort über der Erde verschwand unsere Anzahl, bis König Tairgo unser Volk versammelte und uns in die den Untergrund führte, in der Suche nach unserer abgestammten Heimat. Durch sein geheimes Wissen, das in der königlichen Familie weitergegeben wird, fanden wir schließlich diese aus Stein gehauenen Hallen. Sie waren riesig und wir können nur einen kleinen Teil erkunden, bis wir in einem kleinen abgeschlossenen Bereich, der mit einem Steinportal verziert war, kampierten.
kampieren mussten. Doch während alle im Camp schliefen, flimmerte das Steinportal mit magischem Licht. Aus dem Licht griff uns eine Horde Dunkelelfen an. Wir wurden von einer Frau namens Shintra angeführt. Wir kämpften natürlich gegen sie, doch waren wir geschwächt von der langen Reise. Auf beiden Seiten gab es schwere Verluste, doch schließlich konnten wir sie zurück in das Portal drängen, aus dem sie kamen. Wir haben bitter bezahlt. König Tigor wurde von einem vergifteten Dolch verwundet und liegt nun in endlosem Schlaf. Unser Kleriker kann ihn durch nichts erwecken. Prinz Kaigar, sein einziger Sohn, wurde von den Angreifern gefangen genommen. Ohne ein Mitglied der königlichen Familie haben wir keinen Zugang mehr zu den geheimen Wissen über die Ausgänge dieser Hallen. Nun warten wir darauf, dass unser Kleriker unseren überlebenden Krieger heilt. Dann werden wir versuchen, Prinz Kaigar zu befreien und Tigor zu rächen. Wir sind nun nur wenige, doch kämpfen wir lieber bis zum Tod, als unseren Prinzen den Dunkelelfen zu überlassen. Außer natürlich, wenn ihr den Prinzen befreit. Irgendwie habe ich das geahnt. uns zurückbringt, würde er euch die Ausgänge dieser Hallen enthüllen und ihr hättet eure Informationen und wir unseren Prinzen. Also werdet ihr uns helfen. Ja, wir helfen mal, weil helfen ist immer gut. In unserer heutigen Zeit wird viel zu selten geholfen, muss ich leider sagen. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal mit. Genau. Dankbar nimmt Amun eure Hilfe an. Das, sowas finde ich beknackt. Warum können sie nicht rechtsbündig schreiben, linksbündig, so wie sich das gehört, und mitten im Bildschirm anfangen? Also sowas ist immer völlig beknackt. Er gibt ein Steinmedaillon. Nehmt dies. Shintra ließ es im Kampf fallen. Es ist der Schlüssel, der das Portal öffnet, durch das sie und ihre Horden kamen. Unsere Vorfahren bauten die Portale, um sich schnell von einem Ort zum anderen zu bewegen. Wenn man ein Portal mit der richtigen Objekt berührt, wird es aktiviert. Wir waren Shintra und ihrem Dunkelelfen gefolgt, doch wir waren noch nicht bereit für eine neue Konfrontation. Die Alten nutzten auch solch mächtige Magie, um Wissen zu erlangen. In Legenden ist von einem Orakel des Wissens die Rede, und der Schlüssel dazu sei eine machtvolle schwarze Kugel. Wird eine solche Kugel in das Orakel gelegt, wird die Macht freigesetzt. Unser Kleriker kann eure Wunden heilen und belastet ihn jedoch nicht zu stark, denn er hat schon die Wunden unserer Krieger geheilt und versucht, den König wieder zu beleben. Amun stoppt euch, hört einen jungen Krieger, Zwergenkrieger, würde euch gerne begleiten, es hört sich doch gut an, und euch helfen, den Prinzen zu finden, lasst ihn mit euch ziehen. Ja, genau, und da heißt Dorun tritt uns bei, das heißt, wir haben noch einen weiteren kleinen Zwergen, der uns unterstützen kann. So, das geben wir erstmal unserer Dinge. So, dann gehen wir hier mal zurück und dann haben wir hier ganz viele Futterpakete, die wir erstmal alle schön auf unseren kleinen Zwergen hier verpacken. Genau. So, jetzt sind wir eine vollständige Gruppe. Das heißt, wir machen mal hier, zack und zack. So, genau, so machen wir das jetzt. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo der Kleriker ist, ob wir den finden. Nein, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Also das ist irgendwie, ja, toll. Wir sollen den Kleriker finden, aber wo ist der Kleriker? Verdammt nochmal. In diesem Spiel fehlt definitiv eine Kartenfunktion. So, Mensch, sind hier Zwerge. Also wenn man hier einen der Zwerge angreifen würde, kann ich euch jetzt schon sagen, das habe ich mal gemacht in einem anderen Spiel. Stand. Ah, da ist er. Team Heil, danke. Okay, so. Also in einem anderen Spielstand, das habe ich das gemacht. Und da muss ich sagen,
Ich bin hin und habe keinen Spaß mehr gehabt, weil ständig irgendwie, ich draufgegangen bin. Sobald ich wieder rein bin, haben die mich sofort angegriffen. Die sind sehr nachtragend. Gut, okay, so, dann gehen wir mal hier raus. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt wieder den richtigen Weg finde, den ich kommen wollte. So, ja, jetzt suchen wir verzweifelt den Weg, den ich eigentlich gekommen bin, weil ich nicht mehr weiß, wo wir drauf durchgegangen sind. Deswegen probiere ich jetzt mal alles hier aus. Klappt nichts. Okay, kommen wir hier durch oder war das falsch? Nein, da ist nichts. Da geht es auch nicht weiter. Ah, da geht es weiter. Gut, sehr schön. Da ist ein Durchgang. Okay, gut. Dann gehen wir hier mal weiter. Ich versuche nämlich immer noch den Weg zu finden, den wir gerade hatten, als wir, dass wir wieder runterkommen, also dass wir hochkommen können. Aber ja, so toll. Jetzt sind wir wieder da, wo wir gerade eben schon mal waren. Ey, der hier rennt im Kreis rum. Das ist nicht mehr schön. Und da gehen wir hier durch. Ah, da ist eine Tür. Aha. Okay. So. Ah, das ist hier, wo wir waren. Ja, genau. So, das heißt, hier ist jetzt irgendwo die Rune, die wir hatten. Nein, das ist sie nicht. So, da waren wir gekommen. Da. Ah, was haben wir denn da? Ah, ein Trank, ein Gifttrank. Den nehmen wir mal mit. Kann man immer mal brauchen. So, und dann gucken wir mal. Da geht es nicht weiter. Was haben wir hier? Ich hatte nämlich, als wir das gesehen, als wir durch diese Wand gegangen sind, da hatte ich gesehen, dass da noch einmal eine Öffnungsmöglichkeit war, in der wir da, wo ich im Endeffekt dann entsprechend durchgehen, hätte was aufmachen können. Das ist jetzt natürlich, ja, ich weiß jetzt noch nicht mehr, wo die ist. Das ist gar nicht so einfach. So, mein Mann geht mal auf Klo. Das ist immer schön, wenn man hingeht, wenn man mehr oder weniger in der gleichen Wohnung ja wohnt, ja klar, und mitkriegt, wenn der Partner irgendwas macht. So, da kommen wir nicht weiter. Ich habe das Gefühl, nein, da ist auch nicht und da auch nicht. So, okay, jetzt habe ich mich irgendwie massivst in die Bredouille gebracht. Na, gehen wir mal hier weiter. Ah, da geht's durch. Gut, so. Ah, das ist die Halle, wo Schlüssel waren. Gut. Ah, da. Moment. Halt. Da geht's runter. Da geht's runter. Gut, das ist gut zu wissen, dass es da runter geht, aber da wollen wir natürlich nicht hin. Wir wollen natürlich gucken. Ah, da, was steht denn da? So, zum Schluss bitte die Abflusslöcher zurücksetzen. Okay. Jetzt stellt sich nur die Frage, welche Abflusslöcher? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Ah, Moment, was steht hier? Gier wird euer Untergang sein. Ja, das ist immer diese angstvollen Mitteilungen, dass man von Gier getrieben wird. Ich werde nicht von Gier getrieben, ich will einfach nur der Stadt Waterdeep helfen. So, hier hatten wir einen Schalter, den haben wir aufgemacht, dadurch ging diese Tür auf. Dann gucken wir mal hier weiter. So. Ah, eine Axt. Eine Axt, das ist schon mal gut, die nehmen wir mit. Und dann haben wir. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Boah, zum Schluss die Löcher zurücksetzen. Sehr lustig. Jetzt habe ich mich selbst eingesperrt. So. Ja, aber sonst geht's euch noch ganz gesund, oder was? Okay, das ist so viel zu diesem Thema. Gier wird euer Untergang sein, seht ihr? Weil jetzt jedes Mal, wenn wir einen Schritt gemacht haben, hat sich ein Abfluss geöffnet. So, und den kriegen wir jetzt natürlich nicht mehr zu. Das heißt, bei jedem Schritt, den wir jetzt machen, öffnet sich hinter uns ein Loch.
Und wir können nur in die eine Richtung. Ah, da ist wieder ein Schlüssel, den nehmen wir mit. Schlüssel sind immer wichtig. Gut, so, jetzt haben wir hier. Okay. So, da ist ein Schlüsselloch. Da gehen wir jetzt nicht hin, weil wenn wir jetzt da hingehen, macht sich hier, wo wir stehen, ein Loch auf und wir kommen nicht mehr raus. Also drehen wir uns so rum und gehen in die Richtung. Seht ihr, da ist das Loch, wie ich es gesagt habe. So, jetzt ist die Frage, gehen wir da lang und da lang oder gehen wir in die andere Richtung? Ich glaube mal, wir machen hier das, halt, so rum. Wir machen hier mal das, die Tür auf, genau. So, aha. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Da ist eine Zaubererrolle, eine Magierrolle und da haben wir eine Rüstung. Jetzt müssen wir nochmal gerade gucken, wem geben wir die Rüstung? Nein, ja, noch ein zweiter. Wir geben die hier hin und dann haben wir hier mal gucken, was haben wir denn hier? Ah, okay, wir geben die Rüstung, geben wir ihr und packen die weg. So, und jetzt gibt es erstmal für jeden was zu futtern. Einmal eins hinlegen, der hat noch. Sie, dann machen wir hier nochmal einlegen. So, und dann legen wir hier noch zwei Stück hin. So, zwei. Falls ihr jetzt was im Hintergrund klopfen hört, einer meiner Nachbarn fängt jetzt gerade an und hat sich überlegt, dass er ausgerechnet jetzt um diese Uhrzeit anfangen muss, irgendwo zu hämmern. Manche Leute in diesem Haus haben einfach einen Knall. Also das kann ich nicht ändern. Ich kann jetzt nicht allzu schlecht zu dem Herrn sagen, hier hör auf zu hämmern. Ich bin hier am Streamen. Ist immer blöd. So, hier, da haben wir einen Ring. Packen wir mal dahin. Okay. So. Aha. Okay, da hatten wir unsere Sicherheit. So, da sind wir schon gekommen. Also gehen wir mal hier weiter. Das ist jetzt natürlich äußerst ungeschickt. Ah, jetzt kommen wir aber hier wenigstens an diese Schleuder. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wenn wir noch ein paar Steine finden, können wir den Zwergen mit außer. So, die. Ich habe das Gefühl, das ist keine gute Idee, jetzt da lang zu gehen. Also gehen wir hier lang. Ja, sage ich schon. So. So, da ist auch wieder ein Schlüssel. Ich habe es schon gesehen. So, den nehmen wir wieder mit. Also wir wissen, die Schlüssel aus dieser Ebene ist goldfarben. Ah. Gut, das heißt, wenn wir jetzt da reingehen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Genau. So, und wenn wir jetzt hier hingehen, so, und gehen dann hier vor, sind alle Löcher, sind alle Dinger wieder zu. Und man hat entsprechend die Möglichkeit dann da links zu gehen. Gut, das lassen wir jetzt aber. Da gehen wir jetzt nicht wieder rein. Weil wir haben ja jetzt da nichts, was wir abholen können. Aber das war jetzt genau dieser Punkt, so nach dem Motto, die Gier. Die Sache wäre aber gewesen, wenn wir runtergestürzt wären, hätten wir hier wieder hochkommen können. Und wären dann halt hier einfach weitergegangen. Aber das lassen wir jetzt mal und gut ist. So, da die Tür ist noch zu. Okay. Aber da ist hier ein Schloss. Das heißt, wir könnten mit dem Schlüssel. Nee, das können wir nicht. Okay. Auch nicht. Und ich glaube, wir haben beim Schurken keine Lockpicker. Ach doch, wir haben noch Lockpicker. Ah, kann aber nicht öffnen. Okay, gut. Dann lassen wir das. Dann bleibt die Tür erstmal verschlossen. Da müssen wir gucken, dass wir dann anderen Schlüssel finden. Jetzt ist natürlich die Frage, wo zum Henker kamen wir vorhin durch und wo nicht. So, da nicht. Da nicht. Da nicht und da nicht. Gut, das ist nicht gut. So, jetzt habe ich mich hier ein bisschen verlaufen. Aber wir finden schon unseren Weg. Nur keine Sorge. Wir gehen mal hier weiter. Ah, genau. Hier sind wir dann, glaube ich, hier lang gelaufen. Genau, genau, genau. Da war dann die eine Tür. Genau, genau. Da war die Tür, wo wir nicht weiterkamen. Dann sind wir hier weiter. So. Genau. Gut. Sehr schön. So. Gut. Also hier ist irgendwo eine Spinne in der Nähe. Da ist aber die Tür zu. Dann gehen wir also nicht weiter. Dann gehen wir hier. Da kommen wir nicht durch. Das ist klar. Das ist immer so dieses tolle, wir suchen, wir versuchen herauszufinden, wo wir sind und
weiter unseren Weg zu finden. Und das ist geil. Also hier hatten wir das geöffnet, genau, und dann waren wir hier weitergegangen und waren dann hier weitergegangen, genau. Ah, okay, genau, hier hatten wir aber keinen Durchgang, deswegen sind wir dann hier durch. Und ja, genau, okay, jetzt weiß ich, jetzt sind wir wieder da, wo wir gerade waren. So, jetzt machen wir mal hier die Tür auf. Gehen hier rein, gucken mal zur Seite. Na, da ist keine Spinne, okay. Gut, aber jetzt ist hier dahinter, ist definitiv alles, weiß ich. Ah, ich sag's doch. Das ist der Fluch dessen, wenn man die falsche Taste drückt. Schlagen, linke, rechte Maustaste. Anklicken, hochheben, rechte Maustaste. Nein, umgekehrt. Ja, ihr wisst schon. Also mit links wird aufgehoben, mit rechts wird geschlagen. Genau, so. Gut, jetzt sind wir hier. Gehen wir hier weiter. Ah, mich dünkt, nach dem, was ich höre. Ich hoffe, ihr hört das auch. Wenn ich sehe, der Ausschlag ist doch sehr laut. Also, 35 Dezibel. Müsstet ihr schon was hören. Da ist eine Spinne. Wir gehen eins vor und zack. Und zack. Und ah, zack. 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 Ja, das ist jetzt natürlich nicht ganz so toll. Jetzt ist nämlich uns leider unserer einer Zwerg vergiftet. Und ich weiß nicht, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir einen Heiltrank dafür haben. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Was haben wir da? Ah, gut, dass die sauer war, ist klar. So, eine klärige Person festhalten. Nein, das haben wir nicht. Was haben wir hier? Das ist leichte Wunden verursachen und das ist Segensspruch. Nein, das brauchen wir beides nicht. Ich glaube, bin mir nicht sicher. Wir gucken mal. Zauber Schriftrollen. Ich habe keinen Magier in der Schriftrollen. Ja, so. Wir müssen mal Gift verlangsamen, haben wir. Genau. Gebet. Aber da haben wir noch keine. Okay, gut. Dann machen wir aber auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier ausruhen und hoffen, dass wir, wenn wir ausruhen. Das ist es nicht möglich. Ah, okay, hier können wir nicht rasten. Aber das Problem ist natürlich jetzt, habe ich den. Ja. Was? Natürlich die Frage. Nein, das ist der ist vergiftet. Dass er vergiftet ist, ist bei sich selber. So, jetzt machen wir erstmal den nach hinten, damit wir da noch einen haben. Und hoffen, dass wir den heilen können. Während, ohne dass er jetzt hier uns drauf geht. Weil wenn er uns drauf geht, wäre das natürlich übel. So, mal gucken, ob wir hier heilen. Ja. Ja, das war mir klar. Ja, das ist. Dies ist jetzt blöde, dass das passiert ist, aber gut, wir können es nicht ändern. Ja, was machen wir? Wir machen eins einfach. Eins, ich weiß, ich muss jetzt das wiederholen, aber ich will das nicht speichern. Ich will den Spielstand laden. So, das heißt, wir sind jetzt ein bisschen weiter oben und wir haben jetzt natürlich ein paar Sachen nicht gemacht, die wir vorher gemacht haben. Nämlich zum Beispiel gegessen. So, deswegen werden wir das jetzt mal an. 1, 2, 3, 4. So. Sie kriegt eine. Er kriegt keinen. Sie kriegt eine. Sie kriegt eine. Und sie kriegt eine. So, genau. Gut. So. Okay. Dann müssen wir halt jetzt den ganzen Kladderadatsch nochmal machen. Aber das kriegen wir schon hin. Es ist jetzt zwar blöde, aber nicht zu ändern. So. Manchmal ist es halt einfach so, also wir waren jetzt hier, wir sind aber dann wieder hier hinter. Ah, hier haben wir diesen Heiltrank genommen. Es ist, was steht da? Speisekammer, interessant, da ist doch gar keine Speise.
Okay. Weiße Kammer, weil da ist gar nichts drin. Das ist lustig. Wir haben jetzt natürlich nicht die neuen Rüstungen gefunden und so, weil wir natürlich das nicht gemacht haben, was wir da gesehen haben. Daran sieht man, ein Fehler sollte man nie machen. Man sollte nie den Fehler machen, zu wenig zu speichern. Das ist etwas, was ich leider sehr, sehr unpassend immer lerne, nämlich, dass ich zu wenig speichere. Da ärgere ich mich dann am Ende immer selber drüber, weil ich natürlich so viel, was ich erlebe, nochmal machen muss oder nicht richtig hinkriege. So, hier waren wir. Gut, dann sind wir jetzt aber hier irgendwo. Da ist noch eine tone Tür. Das heißt, wir sind. Ja, genau. Da ist eine Rune. Da gehen wir mal durch. Okay. Hier waren wir noch nicht. Das ist der. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay, da waren wir vorhin schon mal. Da ist jetzt eine Rune. Nein, das ist keine Rune an der Wand. Das ist da, wo wir die erste. Aber da ist der. Das, wo wir. So, da war ein Durchgang. Manchmal sollte man nicht unbedingt da klicken, wo man gerade steht, wenn man ein Heldenfenster auf hat. Das ist nämlich immer ganz schlecht. Das ist eine Magierrolle, die nehmen wir mit. Vielleicht haben wir irgendwann mal nachher eine Möglichkeit, einen Magier zu kriegen. So, aber jetzt mache ich eins. Ich werde mir jetzt angewöhnen, häufiger zu speichern. Speichern. Ja, weil die Spinne haben wir auf jeden Fall erledigt. Das heißt schon mal, die müssen wir da nicht nochmal machen. Aber ihr seht, hinter einem geheimen Durchgang kann man auch immer noch was finden, was praktisch ist. Aber, da geht es nach oben. So. Ich weiß, dass ich ja eigentlich. Dings, jetzt gehen wir nach oben. Das heißt, es wird gespringt. Da haben wir den Durchgang. Okay. So. Und da haben wir erstmal hier einen Trank. Das ist ein Heilungstrank. Den nehmen wir natürlich auch mit. Genau. So. Oh, und da kommen wir jetzt natürlich nicht durch, wahrscheinlich. Ja, genau, da kommen wir nicht durch, weil die Tür ist verschlossen. Aber okay, wir haben es auf jeden Fall gesehen, dass wir jetzt hier oben mindestens haben wir einen Trank. Das ist schon mal runter. Wir gehen jetzt runter, machen unten weiter. Aber wir haben den Aufgang gefunden. Das war das, was ich vorhin gemeint hatte. So, aber wir gehen jetzt hier hinten weiter. Das ist da, wo wir vorhin weitergegangen sind. Und wo uns dann leider unser einer Zwerg vergiftet wurde. Da kommt die Spinne. Er ist ja schon wieder vergiftet. Das heißt, wir werden jetzt gleich eins machen. Der Vorteil, ich habe nicht ganz so viel gemacht, seitdem wir hier waren und ich weiß, wo wir waren. Das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder die Sachen. Obwohl, brauche ich ja nicht. Nein, das. Spieloption, Spielladen, weil ich will natürlich nicht wieder einen der Zwerge verlieren. So, genau. So, wir sind hier gewesen. Gehen jetzt hier durch. Da geht es nach oben. Wir holen oben den Heiltrank. Auf jeden Fall. Rauskommen tun wir ja nicht, das wissen wir schon. Aber. Wenn wir jetzt hier runterkommen, machen wir eins. Wir werden dann, wenn wir unten sind, speichern. Ach nee, wir speichern, bevor wir die Tür öffnen. Genau. Wir speichern, bevor wir die Tür öffnen. Und zwar die zweite, nicht die erste. Da ist ja noch nichts. Wir speichern jetzt hier, bevor wir die Tür öffnen. Und dann haben wir nämlich den Speicherstand. Und hallo Kistenkater, schön, dass du da bist. Ich hatte mich schon gewundert, weil ich bin eigentlich von dir gewohnt, dass du immer gleich am Anfang dich meldest. Wir speichern. Wir haben heute schon ein bisschen was erlebt. Also wir haben jetzt, wie du siehst, die Gruppe ist jetzt vollzählig. Wir haben sechs Leute. Er geht nicht in die Gruppe rein. Wir haben einen jungen Zwerg. Wir haben einen Auftrag bekommen von den Zwergen, falls du das noch nicht mitbekommen hattest. Also wir müssen jetzt einen Zwergenprinzen von Dunkelelfen befreien.
Eigentlich mag ich Dunkelelf, ja, das darf ich aber halt hier nicht sagen, weil ich habe halt keinen Dunkelelfen drin. Aber Troll finde ich einfach, das ist die genialste, eine der genialsten Rassen, die es in Dungeons & Dragons gibt. Es gibt noch ein paar andere. Aber zum Beispiel Abkömmlinge von den Elementaren, Humanoide, die sind auch nicht schlecht. Aber wir haben den Zwerg mitgenommen, der will ein bisschen was lernen. Jetzt ist uns aber schon zweimal passiert, dass unser Tagor hier oben, der ist leider schon zweimal vergiftet worden. Deswegen musste ich einmal komplett zurücksetzen, weil er draufgegangen war und ich ihn nicht losgeworden bin. Und Tote will ich ihn mitschleppen. So, also, fangen wir mal an. Nochmal aufmachen und da kommt die Spinne. Nein, die Spinne kommt nicht. Jetzt kommt sie. Ah, zack. Das war der. Ja, der ist schon wieder vergiftet. Der ist einfach nicht abgehärtet genug, der Junge. Also. Spieloption, Spiel laden. Ja. So, dann machen wir das Ganze nämlich jetzt einfach. Wir machen das jetzt mal rum. Zack. Die Jugend ist immer ein bisschen besser geschützt. Wir gucken mal, ob das jetzt besser hilft. So, also, auf in den Kampf. So, einen Schritt vor. Ah, funktioniert. Nur die Jugend. Man muss nur die Jugend vorlassen und schon funktioniert das Ganze. So, aber. Weil ich ja gerade eben schon gesehen, wir haben ja gerade eben gesehen, was passiert. Ah, da kann man Charaktere entlassen. Seht ihr mal, wieder was gelernt. Gut, wir haben es ja gerade gemerkt, immer speichern ist wichtig. Deswegen mache ich das jetzt, hat geholfen. So, wir haben hier aber übrigens festgestellt, dass wir hier jetzt ganz, ganz viele Geheimgänge haben, die hier durch die Gegend, die man hier hat. Und, wir gucken einfach mal, wo wir heute hinkommen. Also das, was ich jetzt hier habe, habe ich vorhin schon mal gemacht. Das weiß ich. Vorhin hat es ein bisschen besser funktioniert, als es jetzt funktioniert. Warum auch immer. Genau. Gut, dann machen wir mal hier die Tür auf. Da ist nämlich die nächste Spinne. Ah, jetzt. Das war jetzt natürlich ganz unklug. Moment. Mal gucken, was passiert, wenn ich ihr einen Trank gebe. Nein, so. Zack, zack. Achso, das machen wir mal da. So, mal gucken, ob das hilft. Nee, das hilft nicht. Okay, gut. Also, nützt uns nichts. Gang zurück. Optionen. Spielladen und nochmal neu rein. So. Zack, 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 zack. Ach nee, das war eins zu weit. Zack. So, okay. So, zack. Ah, Mann, ich hasse das. Okay, bringt uns nichts. So viel zum Thema die Jugend. Aber warum verpflege ich die jetzt dauernd? Verdammt. Gut, also nochmal. Spielstand laden. Vor. Zack, 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 zack. Das wird echt lustig. Wenn ich das Video später schneide, ich werde natürlich die Sachen jetzt hier drinnen lassen, weil man soll es ja auch sehen, dass es Fehler gibt. Aber, also, dass der Spieler oder die Spielerin Fehler macht. Aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, dass ich jetzt dreimal denselben Weg rennen musste. Gut, dann machen wir jetzt nochmal. Zack. So. So, geht doch. Das Lustige ist, ich weiß, warum die gerade so sauer war. Weil hier ist nämlich nicht viel Platz. Also sie kann hier nur hin und her rennen. Und das ist natürlich ärgerlich, gerade für so eine Spinne von der Größe. Deswegen hat die sich da ein bisschen geärgert. Das kann ich durchaus verstehen. Da bin ich voll auf ihrer Seite. Und sage, okay, gut, passiert. Aber, nee, hier kommen wir nicht durch. Okay, gut, dann haben wir jetzt den Weg auf der Seite hier beendet. Weil hier kommen wir nämlich jetzt nirgendwo weiter. Genau, gut. Okay, dann laufen wir jetzt zurück. Wir hören im Hintergrund, ich bin mal kurz leise. Da hört ihr im Hintergrund ja die Spinnen. Die hier kratzen. Das heißt, irgendwo ist hier noch ein Durchgang. Ich weiß auch, dass wir den aufgemacht hatten. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo der war. Deswegen laufen wir jetzt erstmal hier zurück. So, da kommen wir durch. Seht ihr? Einfach mal durch die Wand gerannt. Da kriegt die Aussage mit dem Kopf durch die Wand eine ganz andere Bedeutung. So, jetzt da ist ein Durchgang. So, da gehen wir durch.
So, und da geht's hoch. Interessant. Das ist aber nicht der Gang, wo wir gerade waren. Gut, dann gehen wir hier nochmal nach oben. Und wenn wir oben sind, machen wir jetzt mal eins. Speichern. Speichern ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, ich kann es nicht oft genug betonen, damit ich es nicht selber vergesse. So, zack und zack. Okay, gut. Es wäre natürlich gut zu wissen, wo wir sind. Ah, Moment. Da steht was an der Wand. Nee, doch nicht. So, ich glaube, das ist das, wo wir vorhin, wo wir waren. Wo? Die. Wo, ich wollte sagen, das ist da, wo die, wo die Löcher jetzt am Ende sind, aber das sieht hier ganz anders aus. Komisch. So irgendwie. So irgendwie, ich verstehe es nicht. Also den Bereich haben wir nicht gehabt vorher. Ich glaube. Aha, okay, da ist einer. Ah, das ist schön, das ist schön. Also jetzt machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal. Ah, nee. Genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt geben wir dem. Obwohl, doch, klar. Ein Stein. Ah, das ist magischer Deutsch, den machen wir nicht. So. Aber, ha, jetzt weiß ich. Ha. Das ist da, wo. Das ist genau da, wo ich vorhin gesagt habe. Wir haben das letzte Mal auf der anderen Seite gestanden von diesen Löchern. Und das Lustige ist, jetzt habe ich es wieder aufgemacht. Alles doch mal wieder zu. So, auf der anderen Seite, man kommt nämlich auch außenrum vorbei. Das hatte ich gesehen gehabt. Ich habe ja einen Karten von diesem Spiel. Und da sieht man, wenn man auf der anderen Seite rauskommt, da kann man dann wunderbar entsprechend drumrum laufen. Aber. Ja, genau. Also wenn wir in die Richtung gehen, dann kommen wir dann irgendwann an einen Punkt, wo wir. Da kommt schon wieder eine Spinne. Gut. So. So einfach ist das. Gut. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier was geschafft, deswegen speichern wir hier. Ist natürlich jetzt der Nachteil, wenn ich mich jetzt hier oben verirre, sind wir ein Stockwerk höher, als wir vorher eigentlich schon waren. Und. Ah! Das sind diese besagten Portale. Und das ist jetzt natürlich ganz praktisch. So, ihr seht jetzt hier diese Dinge. Und dafür braucht man diese Symbole hier. Jedes Portal hat 8 Symbole. Eins fehlt. Und dieses eine Symbol, das ist das, was man einragen muss. Also hier ist die Kette. Und hier ist der Dolch. Also den Dolch hatten wir jetzt. Wo haben wir den hingepackt? Da haben wir ihn hingepackt. Den Dolch haben wir hier. Den packen wir aber auch mal hier vorne hin. So. Den Dolch haben wir also, das ist nicht das fehlende Teil, aber hier ist zumindest schon mal ein Stein, denn das ist aber der Stein, den der hier hatte. Genau. So. Aber da ist ein. Ah, okay, hier ist wieder ein. Ah, okay, gut. Lassen wir offen. Das heißt, das ist eins von diesen Portalen, das werden wir uns merken. Jetzt ist nur natürlich die Frage, was steht da? Das Böse lauert hinter diesem Raum. Das ist jetzt natürlich die Frage, wo hinter diesem Raum? Hinter dem Raum dieses Portals oder hinter dem Bau, hinter dieser Tür? Wir machen mal die Tür auf. Also hier lauert nichts Böses, definitiv nicht. Zumindest nicht, dass ich was sehen würde. Ah, oh, Tränke. Tränke sind immer gut. Die nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? Noch mehr Tränke. Tränke sind immer gut. Wie schon gesagt. Ah, aber jetzt werden wir eins mal machen. Weil wir haben ja gerade Tränke gehabt. Zack. 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 Ach so, nee. Die muss ich ja hier packen und dann zumachen. Und zack. Ah, sehr schön. Gut. Dann geben wir da nochmal eins, zwei rein. Die wir einmal hier. Zack. So, dann ist die voll oder auch nicht. Und den, dann gehen wir nach da. Zack. Gut. Funktioniert auch nicht. Also irgendwie funktionieren diese Tränke nicht so, wie sie sollen. Ganz komisch. Gut.
Fühlt sich besser, das ist ja wunderbar, dass er sich besser fühlt. Ah, das ist ein Giftheilungstrank gewesen. Okay, dann machen wir das jetzt mal anders. Laden. Ich weiß, wir hatten das. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Fehler. So. Ah, okay, gut, machen wir das anders. So, genau. So, okay, gut. Tür auf. Durch. Dann müssen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also das ist ein Giftheilungstrank. Den nehmen wir mal nach da. Das ist auch ein Giftheilungstrank. So, den packen wir nach da. Dann ist das auch noch ein Giftheilungstrank. Ja, das ist sehr schön. Die packen wir alle schön hier unten hin. Das ist ein Gifttrank. Den packen wir nach da. So. Ich weiß, ihr fragt euch jetzt, was ist hier für eine komische... Das ist ein Extraheilungstrank. Den packen wir auch mal hier hin. Und da haben wir noch einen Giftheilungstrank, den packen wir hier hin. So, jetzt hatten wir aber vorhin noch, das ist ein Heiltrank. Der kommt hier hin, da ist auch ein Heiltrank. Gut, wir geben ihr auf, wie ist das ein Extra? Und das ist auch, ne, das ist nur ein Heiltrank. Okay, gut. Deswegen war das nämlich auch so, dass er sich nicht gut gefühlt hat, aber sie sich besser gefühlt hat. Weil ich habe ihm einen Giftheilungstrank gegeben. Aber die Giftheilungstränke sind mal ganz praktisch, die können wir gut gebrauchen, auch wenn wir davon nur vier Stück jetzt haben. So, Tür. So, da steht was an der Wand. Da steht Orakel des Wissens. Das hatten wir gerade eben, als wir unten waren bei dem Zwerg, der uns den Auftrag gegeben hat. Da haben wir das ja gehört. Es gibt ein Orakel des Wissens. Und dafür bräuchten wir jetzt eine schwarze Kugel. Die haben wir aber nicht. Deswegen kann uns das Orakel des Wissens natürlich hier nicht helfen. Wir könnten natürlich mal eins probieren. Wir haben ja hier eine Feuerballrolle. Nee, die nehmen wir nicht. Die können wir vielleicht später mal brauchen. Das ist eine Rüstung. Magie entdecken. Ja, nehmen wir mal die da. So, mal gucken, was passiert, wenn wir Orakel des Wissens... Na, passiert gar nichts. Okay, gut. Dann lassen wir das. Und machen aber auf jeden Fall eins. Wir haben was Neues gefunden, deswegen machen wir hier einen Speicherpunkt. Genau. Abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich auch die Heiltränke haben. So, okay. Also hier finden wir da nichts. Dann gehen wir wieder zurück. Hier war der Durchgang. Dann gehen wir hier weiter. Oh, Moment, da war was. Nee, doch nicht. Ich dachte. Gut, dann gehen wir hier. Da ist eine Tür. Mal gucken, ob wir mit der... Auch nicht. Ich garantiert ist hinter dieser Tür, ich garantiere es euch, ist der Weg nach unten. Den wir auf der anderen Seite gerade eben vorhin gefunden haben. Aber das ist ja kein Problem. Wir wissen ja, wenn wir hier lang gehen, kommen wir wieder dahin, wo es runter geht. Erstmal zumachen, damit, falls irgendwas angreift. So, wir gehen jetzt hier lang. So. Da sind wir durchgekommen. Da, dann gehen wir mal da lang weiter. Da ist eine Tür. Können wir nochmal aufmachen. Das ist wieder so eine Halle. Da ist nichts Besonderes drin. Gut. Dann hier lang. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Eine Tür. Okay, da ist auch nichts. Nö, da ist nichts. Weiter, immer weiter. Da ist auch eine Tür. Die Tür wird wieder auch mit diesem Schlüssel nicht aufzumachen sein, genau. Ich weiß, wir haben einen Schurken dabei, der eigentlich Türen öffnen können sollte, aber der tut das nicht. Das ist noch nicht geskillt. So, also gehen wir wieder zurück. Da waren wir gerade. Ah nee, da waren wir. Das sagt, da waren wir gerade, dann gehe ich rein. So, da waren wir auch. Da waren wir auch. Da waren wir auch. Und da geht's runter. Gucken wir nochmal hier. Da kommen wir natürlich nicht. Ah, da ist der Knopf. Ah, okay. Gut, dann gucken wir mal. Aber das war jetzt nicht gut. So. Dies wo jetzt natürlich nicht so intelligent.
Ich weiß, ich könnte den Speicherstand öffnen, aber ich will einfach mal, ich bin einfach mal neugierig. Ah, okay, hier waren wir gerade eben schon. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Das Lustige ist, die Spinnen können ihre eigenen Netze nicht zerstören, sondern wir lassen die auch schön hinter ihren Netzen gefangen. Gucken, was passiert, wenn wir hier aufmachen. Im schlimmsten Fall ist das jetzt der Fall, dass da jetzt unsere Spinne entgegenkommt. Nee, doch nicht. So. Gut. Also, wir kommen hier nicht weiter. Deswegen sind wir jetzt mal ganz mies. Wir machen Spielladen. Wir haben ja nichts versäumt. So, das heißt da. Okay, das ist da, wo wir die Tränke her haben. Das war das Orakel des Wissens. Genau, Orakel des Wissens. Okay, gut, also gehen wir zurück und bewegen uns dann nach unten. Wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Das war eins zu weit. Ja. Und begeben uns wieder runter in die nächste Ebene. Da geht's nach unten. Da geht's nach unten. So, dann geht's nach unten und dann sind wir unten. Haben wir aber auf jeden Fall uns schon mal die Ebene da oben angeguckt. Die können wir im späteren Spiel, können wir später immer noch mal machen, wenn wir was haben. Aber jetzt gucken wir erstmal hier weiter. Genau, das war da, wo wir rein sind. So, dann ging es da nach oben. Und dann suchen wir uns jetzt hier weiter, was wir hier noch finden können. Da ist ein Fischgang. Da liegt was. Eine Schuppenrüstung. Das ist natürlich immer sehr schön. Und ein Schlüssel. Ein Schlüssel ist immer gut. Schlüssel können wir immer gebrauchen. Das Problem ist nur, man findet weniger Schlüssel, als man Türen hat, die diese Schlüssel benutzen würden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind gerade einmal im Kreis marschiert. So. Ich höre immer noch die Spinnen im Hintergrund. Das Problem, also eins muss ich mal sagen, wir haben ja von diesem Zwerg den Auftrag bekommen, zuzusehen, dass wir den Prinzen befreien sollen. Und ich muss aber dazu sagen, er hat uns nicht gesagt, wo dieser Durchgang ist, dass wir diesen Prinzen befreien können. Wo waren wir da? Das heißt, wir sind jetzt auf der Suche nach dem Durchgang, wo wir hinkommen, um den Prinzen zu befreien, aber wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Das war natürlich eine sehr tolle Hilfe, da ist auch wieder ein Durchgang, da gehen wir durch. Eine Rolle, sehr schön, was haben wir denn da? Eine Kleriker-Gebetsrolle, für was auch immer der Kleriker die Gebetsrolle braucht. Hier kommen wir nicht weiter. Also wieder raus. Gut. Das ist... Gut, dann war das nicht das, was wir wollten. So, gut, hier kommen wir nicht weiter. Also gehen wir wieder hier durch. Und gucken mal, dass wir irgendwo einen weiteren Durchgang finden. Jetzt haben wir natürlich hier einen Schlüssel. Den können wir benutzen, um diese Tür zu öffnen. Lustig ist immer, dass die Schlüssel drinnen bleiben. Wir können jetzt nicht hier drauf gehen und sagen, hier, bitte, gib mir mal, da machen wir mal die Tür auf. Das funktioniert nicht. So, dann gucken wir mal ganz einfach. Wir werden schon unseren Weg finden. Hab nur ich das Gefühl, oder sieht das hier von weitem aus wie ein Koffer mit Griff? Also du hast keine Spinnen gehört. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Ich habe heute funktioniert, dass der Ton auf der richtigen Tonspur. Aber leider etwas leise. Das wusste ich nicht im Vorfeld, das kann ich jetzt auch nicht ändern, weil wenn ich jetzt rausgehe, dann müsste ich das Spiel wieder von vorne starten. Das wäre natürlich blöde. Deswegen müssen wir das so belassen. Wir müssen damit leben. Was hast du gesagt? Ich fand eher, dass es aussah wie eine Weihwasserschale. Moment, das gucken wir uns jetzt an. Also wie eine Weihwasserschale, okay.
Ja, stimmt. Stimmt. So in den Kirchen, die Taufbecken, wo oben so Deckel drauf ist. Stimmt, hast recht. Hast recht, Listenkarte. Also, das ist durchaus. Also, falls ihr euch fragt, was wir meinen das hier. Es wäre dann hier so der Sockel, da steht dann die Weihwasserschale drauf und oben ist der Deckel drauf. So, es ist eigentlich eher so eher das Taufbecken, da ist dann hier so, wenn ihr so alte Kirchen kennt, wo noch Taufbecken richtig feststehen, da ist das meistens so, dass man wirklich dann um Deckel drauf hat, damit das Wasser, was da drin ist, nicht dreckig wird. Ja, genau. Weil es ist ja schwierig, Wasser zu weihen, deswegen muss das sauber gehalten werden. Aber in der heutigen Zeit ist das auch in Ordnung. Das sieht aus wie ein Topf. Oder wie ein anderes Weihwasserbecken. Oh Gott. Wir machen auf Ideen. Hey, was haben wir hier? Da ist ein. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das kennen wir schon. Ja, das kennen wir schon. Da ist nämlich eine Tür. Gut, also hier waren wir schon. Aber, also das ist wieder die Speisekammer, die keine ist. So, irgendwie weiß ich. Was? Ja, ich wünsche mal euch Glück auf der Reise. Ja, dann wünscht mir mal Glück auf der Reise. Wäre schön, wenn du mir mal sagen würdest, wo ich hin muss, du Ka kleiner Zwergenheld, du. Anstatt, überall stehen hier Zwerge, aber nicht einer kommt mal auf den Gedanken zu sagen, hier, du musst da lang und dann da lang und dann da. Nein, geht nicht, ist nicht. Ja. Mit den Zwergen hat man es nicht leicht, kann ich euch sagen. So, da ist der Kleriker. Nein, das Team müssen wir nicht heilen. Musst du nicht heilen. Alles gut zu wissen, dass du noch da bist. Dann kann man dich notfalls mal zur Hilfe rufen, wenn man dich braucht. So, okay, also hier geht's nicht weiter. Ich weiß, dass wir vorhin den Weg nach unten gefunden hat und ich dann gesagt habe, da gehen wir nicht durch. Ah, da geht's durch. Ah, da geht's durch. So. So. Also ich höre jetzt was knacken. Ja auch? Ansonsten ist es, wie gesagt, leider ein bisschen zu leise. Ich werde das fürs nächste Mal auf jeden Fall im Auge behalten, dass ich das ändere. Aber das kann ich halt heute nicht mehr machen. Das ist halt der Nachteil. Gut, also hier kommen wir nicht durch. Aber ich höre definitiv hier was. Nee, da kommen wir nicht durch. Außer, dass wir. Ah, das ist da, wo wir runtergefallen sind. Genau. Und dann kamen wir. Da können wir nicht durch, da auch nicht, aber da können wir durch. Gut. Dann gehen wir hier weiter. Und gucken mal, dass wir hier jetzt langsam einen Weg nach unten finden. Ah, wir sind schon wieder bei den Zwergen. Also Zwerge gibt es hier wie Sand am Meer. Aber nur nicht dahin, wo wir hinwollen. So, okay. Wenn wir da hinten jetzt hingehen. Also hier kommt jetzt wieder der Kleriker, genau. Das heißt, wir sind. Genau. Ja, gut. Das ist. So, wenn wir jetzt hier rumgehen und wieder zurückgehen, kommen wir wieder zu dem Zwerg, der uns den Auftrag gegeben hat. Aber wir finden nicht den Weg nach unten. So, da geht es nicht durch. Mal gucken. Ah, interessant. Mir kam nämlich gerade der Gedanke, die Speier haben manchmal auch die Funktion, einen Weg durchzumarkieren. So, und wenn wir jetzt wissen, hier oben war ein. Okay, da oben ist auch. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das. Nein, das ist es nicht. Aber wisst ihr, was mir jetzt gerade kommt? Das ist ja auch eine Kette. Das ist die Kette, die hier hingehört. Und das Portal, was wir oben hatten, war das Portal, wo diese Kette gefehlt hat. Also gucken wir mal, dass wir jetzt wieder da hochkommen. Aber wir gucken erstmal hier weiter. Da ist nämlich noch. Ah, da liegen. Rollen. Das ist einmal eine Stärkungsrolle. Sehr schön. Und was haben wir da für eine Rolle? Das ist wieder eine Hastrolle. Die packen wir hier hin. So. Wir machen jetzt erstmal eins. Wir gucken jetzt hier nochmal durch. Ah, da ist noch eine. Ah, das ist die kleine Kette, die fehlt.
damit kommen wir dann durch ein anderes Portal. So, und zwar durch das, was wir da haben. Das hier. Dieses Portal können wir jetzt nutzen mit dieser Kette. Aber bevor wir das machen, machen wir jetzt erstmal eins. Wir speichern. So, gespeichert. Weil falls wir jetzt nämlich nicht mehr zurückkommen, können wir nämlich dann sagen, okay, gut, ging so. Oh, das Tor wird aktiviert. Das ist eine richtig tolle Animation, finde ich. So, die Kette behalten wir natürlich, klar. Und wir gehen durch und sind im Reich der Dunkelelfen. Woran erkennt man das? Die Dunkelelfen haben solch dunklen Dings. Außerdem haben wir da eine Spinne auf der Tür. Das heißt, wir sind im Reich der Dunkelelfen. So, jetzt haben wir hier natürlich wunderbar schön die Möglichkeit mit vielen Portalen. Das heißt, das Portal bringt uns dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Das Portal würde uns weiterbringen, wenn wir dieses Kleriker-Symbol haben. Aber das ist schön, weil hier sind nämlich jetzt alle Portale. Hier sind mehrere Portale. Da haben wir dann hier eins. Da ist der Dolch. Den haben wir ja auch schon. Also machen wir hier hoch. So, jetzt habe ich den Dolch hier bei dem. So, den packen wir jetzt aber auch mal hier vorne auf unsere Magierin. So, das heißt, der Dolch, den können wir auch. Also wir können das Portal benutzen. Wir können das Portal benutzen. Wir können das Portal benutzen. Damit kämen wir hoch in die eine Ebene, wo wir vorhin schon mal waren. Ja, das, dieses gleiche Knacken und Rauschen, das ist aber, kann aber auch das sein, was ich meine. So, hier unten haben wir einen Diamanten, den haben wir aber nicht, deswegen kommen wir hier nicht weiter. So, das sind die Türen der Tror, weil die Tror glauben ja an Lot oder Lolt, je nachdem, wie man das spricht. Und das ist ja eine Spinnengöttin. Sie sitzt in ihrem großen Spiel. So, da haben wir einen Zauberstab. Jetzt ist natürlich die Frage, kann eine Klerikerin einen Zauberstab nutzen? Nee, anscheinend nicht. Gut, okay, wir nehmen ihn trotzdem mit. Nutzen kann man ihn immer mal. Gut, so was haben wir hier noch? Hier haben wir nichts. Gut, so, dann würde ich sagen, gucken wir mal hier. Aber da ist auch wieder nichts. So, dann gucken wir mal, ob wir hier mit einem... Dann kommen wir nicht durch. Wo ist unser Lockpicker? Der kann das Schloss natürlich auch nicht knacken. Gut, okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo durchkommen. Wenn wir da vielleicht was reinlegen. Gucken. Wir nehmen das. Nee, das hilft uns auch nicht. Gut, okay. Jetzt sind wir zwar im Reich der Links, aber wir sind nicht da, wo wir hinwollen. Gut, das ist natürlich jetzt nicht ganz so toll. So. Was hatte ich gesagt? Da fehlt das Kleriker-Symbol. Da sind wir rausgekommen. Da fehlt der Dolch. Also probieren wir mal das da. So, mal gucken, wo wir hinkommen, wenn wir da durchgehen. Wir haben ja gelernt, dass die Zwerge diese Portale angeblich gemacht haben. Das Lustige ist, ich bin mir nur nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist. So, jetzt sind wir durch. Wir sind immer noch im immer noch da, wo die Dunkelelfen sind. Ich weiß nur nicht, in welcher Ebene wir sind. So, wir haben jetzt erstmal ein paar dunkelelfische Schuhe. Wem behalten wir mal? So. Also, hier ist kein Portal. Da ist auch kein Portal. Gut, dann ist das nur dieses eine. So, was uns hier im Übrigen begegnen kann, sind Mensch-Spinnen-Hybriden. Das sind dann Dritter. Das sind verfluchte Dunkelelfen. Wir gehen aber mal gucken. Ah, hier. Auch die Dunkelelfen haben Durchgänge, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Okay. So langsam wird es aber ein bisschen voll bei uns, was hier die Taschen angeht. Gut. So, da haben wir eine Tür. Die können wir auch aufmachen. Okay. So, da ist auch eine Tür, die können wir aufmachen. Oh, die mag ich gar nicht. Die mag ich gar nicht. Ich will auch gar nicht nach vorne gehen, weil ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt nach vorne gehen, dann geht die Tür hinter uns zu. Und das ist nicht. Aber. Das ist. Nein, das ist nur ein Pfeil. Jetzt ist die Frage, ist da mehr drin als nur ein Pfeil oder. Wir gehen mal hin. Oh, das sind zwei. Wow.
Scheiße. Ja, das jetzt gehen wir richtig auf die Schnauze, aber ich kann mal weiter was gucken. Nein, das ist wirklich nur der Pfeil und deswegen werden wir jetzt ganz einfach eins machen. Wir gehen hin und laden das Spiel, weil wir haben jetzt zwei Leute verloren, das wäre ein bisschen viel gewesen. Also probieren wir es nochmal. Wir haben es ja eigentlich gerade eben relativ gut hingekriegt, wenn man das so sieht. Wir machen das aber mal ganz einfach eins. Wir machen das und das, treiben wir. Dann haben wir dem Star schon mal welche, die stärkere Rüstungen haben. Und das klappt besser. So, jetzt brauche ich aber von dem nochmal das. So, nein, das hatten wir ja schon. So, Moment. Ah, stimmt, das war das erste Portal, was wir benutzt hatten. So, genau, also, hier fehlte uns die Kette. Wir nehmen die Kette, machen das auf. Moment mal gerade, Leute. Ja, okay, gut. So. Ja, ist in Ordnung. So, gut. Ja, mein Mann hat was zu machen, deswegen hat er mir das jetzt gerade kurz mitgeteilt. Das Tor. Wir haben ja hier schon frisch geguckt. Schon gesehen, ja. So, wir gehen durch. Huch, das war jetzt natürlich nicht so der Sinn. Huch, da, da geht's auch durch. Interessant. Sieht man mal, was man alles. Ah, ein Torschild. Gut. Ah, okay. Da geht's. Moment. Aha, okay. Ah, hm. Okay. Gehen rein. Ah, das ist der Weg, wo wir gerade eben drin waren. Ah, das lassen wir mal. Okay, da gehen wir raus wieder. Da müssen wir ein bisschen stärker sein. Ich bin jetzt ein bisschen leiser geworden, weil ich weiß, dass mein Mann auch ein bisschen was zu tun hat. Ich nicht möchte, dass wir uns gegenseitig stören. Das muss nicht sein. Dann gehen wir hier. Eine Tür. Okay. Okay. Da geht's nach oben. Da haben wir eine Tür. Was steht da? Spendet Rüstung. Okay. Spendet Schwert. Ah, das heißt wahrscheinlich, wenn ich das mache, kriege ich irgendwo eine Tür auf. Spendet Essen. Und spendet Geschoss. Okay, dann gucken wir mal, wenn wir hier. Ja, wir haben ja ein bisschen weniger Essen. So. So. Da war Essen. Da war Geschoss. Dann nehmen wir mal hier hin. Ja. Dolch. Ja, wir nehmen einen Dolch. So. Hier war eine Rüstung. Und dann hatten wir irgendwo noch ein Schwert. Ich nehme hier den links so und drehen wir mal rum. Machen hier ein Schwert. So, jetzt habe ich gespendet. Und was heißt das? Habe ich doch gemacht. Schwert. Das ist ein Schwert. Ich habe gespendet jetzt. Einmal alles. Geht aber nicht weiter. Okay, gut. Dann lassen wir das. Dann nehmen wir das wieder mit. Lass ja nicht liegen. Ich bin nicht bescheuert. Also, gerade Geschoss sind hier äußerst wichtig. Und hier haben wir nicht mehr so viel. Oh.
Rüstung, die wäre jetzt nicht ganz so wichtig, weil die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber also auf jeden Fall packen wir mal dahin. So, genau, gut. Was hier wichtig wäre, wäre wirklich, dass man hier mal irgendwas hat. Da geht es nach oben. Wo man verkaufen könnte. Da geht's auch hin. Oh oh. Wow. Oh, das ist ganz übel. Aber wir, ich glaube, zwar haben wir mehr Chancen, die zu machen. Manchmal ist es gar nicht so einfach. Jetzt gehen wir drauf. Wir können. Oh nein, nein, komm. Also das bringt nichts. Das war jetzt eine ganz blöde Idee. Ich weiß, dass das jetzt natürlich nicht ganz so toll ist, was ich, aber ich versuche hier mal wieder. Ja, genau. Okay, wir wollen jetzt nicht speichern, das wäre nicht blöde. Sondern wir gehen einmal zurück wieder in diese Kammer, wo wir waren. Gut. So, gut. Dann probieren wir jetzt mal eins einfach. So, muss ich mal eins machen. Ich muss hier mal ein bisschen umräumen. Muss hier mal, was ist das? Das ist diese Stärketrank. Das ist ein Gifttrank. Genau, so, den machen wir jetzt nochmal hier rüber. So, jetzt mache ich erstmal. So, eins machen wir jetzt immer eins. So, also, der bekommt erstmal jetzt eine zweite Axt. Oh nee, doch. Genau. So, da haben wir hier noch die Äxte. So, der geht zwar, das geht nicht. Okay, geht das hier? Das geht auch nicht. Und der, nein, das geht auch nicht. Gut. Okay. Moment mal, aber ein Schwert vielleicht. Ah, der kann ein Schwert an die zweite Hand nehmen. Okay, gut. So, hier noch ein Schwert. Ja, da habe ich Schwert. So, den Hakendolch, den geben wir dem hier noch. Den haben wir nämlich da auch. So, genau, gut. So, dann haben wir auf jeden Fall da schon mal welche, die man zweimal draufschlagen kann. Den Rüstung. Okay, gut. Kettenhemd. Gut, okay, also. Kette. Auf. Ja, wir haben es. Ja, wir haben noch eine Dreiviertelstunde eigentlich. Aber ich habe so das Gefühl, ich werde dann doch vielleicht schon etwas früher fertig machen. Aus dem ganz einfachen Grund. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, so mir geht gerade die Lust flöten. Und das ist natürlich dann nicht Sinn der Sache, dass ich euch dann an meiner Unlust teilhaben lasse, passiert. Und wie man immer so schön sagt, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das werden wir dann auch gleich machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal hier durchgehen. Ich werde mit euch noch machen. Wir machen bis um halb. Und um halb machen wir dann Pause und dann ist gut für heute. Und das ist dann in Ordnung. Also finde ich jetzt zumindest, wenn ihr das anders seht, ist das, ja, kann ich das leider nicht ändern, dann ist das eben so.
Aber jetzt mal, weil hier mache ich jetzt erstmal einen Speicherpunkt. Wieder hin, so speichern, ja. Ja. So. Und dann ja, ist es halt einfach so, ihr müsst jetzt damit leben. Ihr könnt ja jetzt nicht von mir verlangen, dass ich etwas mache, was ich nicht machen will. Ich bin die Streamerin. Ich weiß, es hört sich jetzt etwas komisch an. Also ist es nun einfach mal. Was steht hier? Halle der Diebe. Okay, gut. Gut. Wenn ich jetzt hier auch mal komme, da die. Nee, doch, ich nehme sie nicht. Gut. Okay. Ah. Das ist jetzt wieder so ein Ding, wo man dann im Endeffekt das nimmt. Aber der funktioniert nicht. Okay. Gut. Gut. Das ist dann. Hier ist wieder auch einer. Funktioniert auch nicht. Okay. Was steht hier? Passt auf eure Köpfe auf. Irgendwas sagt mir das. Ah, okay. Von da oben kommt was runter, wenn man durchgeht. Also. Hey, das ist praktisch. Hey, das ist gut. Dankeschön. Genau das, was ich gebraucht habe. Nehme Steine, die ich mir nehmen kann, um ein bisschen was zu machen, damit ich hier. Packen wir mal hier hin. So, das war ein. Mal gucken, was passiert, wenn wir. Ah? Nee, das funktioniert nur einmal. Okay, gut, schade. Wäre natürlich schön gewesen, wenn das noch ein paar Mal funktioniert. Hätte ich jetzt beide Steine voll machen können. Obwohl, was man natürlich mal probieren kann, ist. Einmal probieren. Ob. Oh, ein Stein. Ah, so ein Stein passt. Sehr, sehr gut. Natürlich jetzt auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite nicht so gut. Das ist natürlich jetzt nicht so gut gewesen. Ja, das war jetzt nicht ganz so intelligent. Aber wir wissen jetzt gut, in der ersten Halle ist es nicht ganz so gut. Aber wir wissen ja jetzt, wie wir da hinkommen. Deswegen ist das ganz passend. Ob ich. Klappe. Weil die werden jetzt natürlich hier in dieser Dings bleiben. Ja, der haut ständig vorbei. So, die haben wir gemacht. Okay. Eins. Ich weiß, dass wir da gleich noch einen zweiten haben. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen vorsichtig sein. Zack. Da rein. Und packen ihn dahin. So. Der kriegt jetzt erstmal einen Heiltrank reingedrückt. So, genau. So. Ja, das, okay, wir haben es geschafft. So, jetzt ist natürlich die Frage, waren das jetzt wirklich nur zwei Stück, die da drin waren oder mehr? Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal hier zusehen, dass wir die Sachen wieder reinpacken. So. Dann eins weiter, nein, zwei weiter, drei weiter. Genau. So, so. Hier hin, zack. Ne, die machen wir noch eins weiter, dann machen wir die. So, dann machen wir zack, 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 zack. So, da. Und dann machen wir nämlich jetzt erstmal eins. Wir gehen mal hier rein in den Raum. Gucken, was hier drin ist. Ein Schlüssel auf jeden Fall, das ist schon mal sehr schön. Den Schlüssel geben wir unserer Schlüsselmeisterin. So, jetzt holen wir uns gerade noch schnell unsere Sachen da. Und dann machen wir eins. Dann gehen wir nämlich hin und machen erstmal eine kurze Pause.
damit wir dann kommen. Den kriegen wir nicht mehr raus. Der sitzt fest, genau. So, gehen jetzt hier rein. So, machen hier eine ausruhen. So, und dann werden nämlich unsere beiden Krieger, die wir gerade etwas gelitten haben, werden geheilt. Und dann sind alle wieder bei voller Kraft. Genau. So, genau. Alle sind ausgeruht. Wir machen wie immer eine Speicherpause. So, genau. Wir machen jetzt eins. Bei denen wieder nach da oben. So. Und dann werden wir eins machen. Wir werden jetzt gucken, dass wir hier gucken, was passiert, wenn wir hier einen Stein. So. Gehen rein. Uns um. Da ist kein Monster drin. Sehr schön. Da haben wir eine Steinhaut-Magier-Rolle. Wir haben natürlich keinen Magier, deswegen ist das etwas blöde. Aber gut, so ist das halt. Gut, dann machen wir hier zu. Aber ich sehe gerade, wir haben überall Probleme mit dem Essen. Das heißt, wir haben 1, 2. Ja, der hat noch keinen Hunger. Aber hier 3. Das heißt, wir geben ihm hier ein großes Essen. Dem geben wir auch ein großes Essen. Geben wir 2 kleine. Und da geben wir auch ein kleines und da geben wir ein kleines und dann lassen wir das erstmal so. So, genau. Dann geht's weiter. Die Seite haben wir jetzt. Ups. Jetzt da. Die Seite haben wir jetzt abgearbeitet. Gucken wir mal hier. Da geht's rein. Wie viel haben wir? Ah, 26. Das heißt, wir machen jetzt nochmal hier die. Wir gehen hier rein. Gucken, wo wir hier hinkommen. Das ist die Tür. Wir machen jetzt hier mal kurz einen Speicherstand. Ich will hier speichern, klar, aber ich glaube, das ist die Tür, hinter der die beiden Bestien waren. Ich jetzt aufmache. Ah, genau, das so, machen wir wieder zu. Das ist nicht da, wo wir hinwollen. Gut, also machen wir hier zu. So. Hier. Ah, das ist wieder diese komische Spende, Spende, Spende und dann kommen wir hier hinten nicht weiter. Genau. Genau, und dann geht's hier, geht's hoch. Ja, genau, dann gehen wir hier mal hoch. So, und dann sind wir immer noch im Reich der Dunkelelfen. Und ich würde jetzt sagen, wir machen dann heute hier Schluss. Ich mache jetzt hier einen Speicherpunkt. Nochmal. Und das war's dann. Genau, genau. So. Gut, dann machen wir hier zu. So. Obwohl, nee. Spielende. Ja. So. Dann gehen wir hier in den Chatting-Bereich. Rüber. Ja, ist jetzt ein bisschen leise. So, okay. Wir machen das jetzt aber mal ganz einfach. So, jetzt ist es ein bisschen heller. Ihr seht mich kurz ein kleines Moment so. Und ja, wir haben heute wieder eine ganze Menge geschafft. Also das muss ich mal sagen. Ich bin da sehr begeistert. Aber momentan, bis jetzt gerade, fehlt mir so ein bisschen die Lust, da weiterzumachen. Ich will mich da noch ein bisschen informieren, wie es weitergeht. Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt heute hier Schluss. Ich weiß, es ist ungefähr eine halbe Stunde früher, als ich eigentlich Schluss machen wollte. Und es wird hier immer gesagt, mach dein Ding so, wie du es machen möchtest und nicht, wie du es machen sollst. Und es ist wichtig, dass du kontinuierlich bleibst und so weiter. Das ist klar, das werde ich auch weiterhin machen. Aber jetzt heute habe ich mir einfach mal jetzt für mich vorgenommen, okay, heute machen wir Schluss. Und wir machen da nächste Woche auf jeden Fall weiter. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wir werden nächste Woche Freitag an diesem Punkt weitermachen. Wir werden dort weiter in das Reich der Dunkelelfen vorstoßen und wir werden hoffentlich dann auch den Prinzen befreien können und dann zusehen, dass wir da entsprechend agieren. Und die nächste Woche kann ich sagen, da bin ich noch ein bisschen nicht ganz so geschafft durch die Arbeit der ersten Woche. Die nächste Woche und die übernächste Woche noch. Ab dem 31. geht es dann bei mir mit anderen Tätigkeiten vor. Da muss man mal gucken, wie ich es dann freitags immer schaffe, das hinzukriegen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, nächste Woche machen wir weiter. Morgen früh sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich muss jetzt gerade mal gucken.
Ich weiß es gerade selber nicht. Ich glaube, um 8:30 Uhr hatte ich gesagt. Zeitplan. So im Zeitplan. Morgen um 8:30 Uhr, genau, da sehen wir uns dann hier. Da gibt es die Newstime, beziehungsweise wir müssen reden, heißt das ja bei mir, Talktime. Und das machen wir dann eine Stunde. Danach ist dann Linksseite und am Sonntag haben wir dann hier wieder, wie ganz normal, wie immer, von 13 bis 15 Uhr. Und ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Ich bedanke mich dafür bei euch, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr wieder seid. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wäre natürlich schön, wenn ihr eventuell zum Beispiel hier ein Follow da lasst, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Oder wenn ihr es zum Beispiel auch könnt und vielleicht auch Prime-Kunde seid und das noch nicht eingesetzt habt, hier bei mir euer Abo lasst. Prime-Kunden zahlen dafür gar nichts extra. Wenn ihr sonst wollt, kostet das einen kleinen Obolus. Ich bekomme davon die Hälfte und kann damit ein bisschen arbeiten. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr das Ganze jetzt hier im Nachhinein auf YouTube seht, könnt ihr mir ein Like da lassen, ihr könnt mir ein Follow da lassen und könnt dann zusehen und könnt da weiter gucken auf den Videos und so. Demnächst, wie gesagt, in diesem Jahr wird sich eine ganze Menge ändern. Da kommt dann eventuell Patreon dazu, da kommt eventuell das Donation dazu, dass ihr mir Spenden geben könnt, wenn ihr möchtet und so weiter. Aber das sind alles noch Sachen, die noch nicht in spruchreif sind und so. Deswegen reden wir darüber, wenn das soweit ist. Bis dahin, sagt euch für heute Tschüss, eure Josie. Wir sehen uns morgen wieder.